Go? Okay. Die unbeheizte Toilette auf dem Schulhof, die sie eines Tages im Februar mitten im Mathematikunterricht aufsuchen musste, weil sie Durchfall hatte, und als sie auf der Schüssel sitzt, denkt sie an Sartres Ekel, an Antoine Roconta im Park. Der Himmel ist leer und Gott antwortet nicht. Und sie kann das Gefühl nicht in Worte fassen, ganz allein auf der Welt zu sein. Allein mit der Gänsehaut auf den Oberschenkeln und den Magenkrämpfen. Und auch das Gefühl nicht, das sie hat, wenn sie in dem Hof steht, der auf dem Foto zu sehen ist und vom Jahrmarkt irgendwo hinter den Bäumen Musik und Durchsagen herüberschallen. Dann fühlt sie sich, als wäre sie nicht Teil der Feier, als wäre sie von etwas Früheren ausgeschlossen. Auch die Nachrichten aus der Welt dringen vermutlich in Form von Wahrnehmungen, Gefühlen und Bildern auf sie ein, ohne Spuren der Ideologien, aus denen sie hervorgegangen sind. Sie sieht Europa, das von einem eisernen Vorhang geteilt ist, im Westen Sonne und Farben, im Osten Dunkelheit, Kälte, Schnee und sowjetische Panzer, die eines Tages über die Grenze rollen und Paris besetzen werden, so wie zuvor Budapest. Sie ist fasziniert von Imre Nagy und Janos Kadar. Sie sagt die Namen immer wieder vor sich hin. Algerien und sein sonnenverbrannter, blutgetränkter Boden, Rebellen, die aus Erdlöchern hervorspringen, schmächtige Männer in flatternden Burnussen, ein Bild aus dem Geschichtsbuch der 9. Klasse, das Gemälde Brice de la Malache d'Abte El Kader illustriert dort einen Text über die Eroberung Algeriens im Jahr 1830. Die französischen Soldaten, die im Ores gefallen sind, sie sehen aus wie Rambos Schläfer im Tal. Sie liegen im Sand, vom Licht betaut, auf der rechten ein rotes Loch. Diese Vorstellungen deuten darauf hin, dass sie den Kampf gegen die Aufständischen richtig findet. Allerdings erschütterte ein Foto in der Lokalzeitung. Junge, elegant gekleidete Franzosen vor dem Gymnasium in Bab el-Oued. Diese Gewissheit, vielleicht starben all die jungen französischen Soldaten doch nicht für eine gerechte Sache. Von all dem steht nichts in dem Tagebuch, das sie seit kurzem führt. Sie erzählt darin von ihrer Langeweile und von ihrem Warten auf die Liebe in einem pathetischen, romanesken Vokabular. Sie notiert, dass sie für die Schule einen Aufsatz über Corneilles Polyeucte schreiben müsse, ihr François Sagans Roman aber viel besser gefielen, weil sich in ihnen, auch wenn sie zutiefst unmoralisch seien, eine tiefe Wahrheit verberge. Die Leute waren voller Zuversicht. Sie glaubten, die Dinge würden ihr Leben verbessern. Wer sich leisten konnte, tauschte den Kohlenherd gegen einen Gasherd, den Holztisch mit Wachstuch gegen einen aus Resopal, den Renault Gatra gegen einen Renault Dauphine, ersetzte den Nassrasierer und das gusseiserne Bügeleisen durch ihr elektrisches Pendant und das Blechbesteck durch Plastikbesteck. Das begehrteste und zugleich teuerste Ding, das man besitzen konnte, war ein Auto. Synonym für Freiheit und die vollkommene Beherrschung des Raums und damit auch der Welt. Die Führerscheinprüfung zu bestehen, war wie ein Sieg. Und das Umfeld gratulierte einem dafür ebenso überschwänglich wie zum Schulabschluss. Man belegte Fernkurse und lernte Zeichnen, Englisch, Jiu-Jitsu oder machte eine Ausbildung zur Sekretärin. Heutzutage hieß es, müsse man viel mehr wissen als früher. Manche reisten sogar ins Ausland und klebten sich ein F neben das Nummernschild, obwohl sie keine Fremdsprachen beherrschten. Sonntags waren die Strände überfüllt. Überall sonnten sich Frauen im Bikini vor den gleichgültigen Augen der Welt.
Es wurde unüblich, auf den Felsen zu sitzen oder nur den Rock zu raffen, um die Füße ins Wasser zu stecken. Über schüchterne Zeitgenossen und solche, die sich der allgemeinen guten Laune verweigerten, sagte man, er leidet unter Komplexen. Man rief die Freizeitgesellschaft aus. Andererseits schimpften die Leute auf die Politik, darauf, dass einem alle paar Monate ein neuer Regierungschef vor die Nase gesetzt wurde und dass weiterhin junge Männer übers Mittelmeer geschickt wurden, um in Algerien in einem Hinterhalt zu sterben. Sie wollten endlich Frieden, aber kein zweites Dien Bien Phu. Sie wählten Pierre Bujard. Sie fragten sich, wo es hinging. Der Putsch am 13. Mai in der algerischen Hauptstadt machte ihnen Angst. Sie horteten kiloweise Zucker und literweise Öl für den bevorstehenden Bürgerkrieg. Sie glaubten, nur General de Gaulle könne Algerien und Frankreich jetzt noch retten. Sie waren erleichtert, als sich der Retter von 1940 großmütig bereit erklärte, in die Politik zurückzukehren und ein weiteres Mal die Führung des Landes zu übernehmen. Als böte ihnen sein Schatten Schutz, als wäre seine imposante Größe, über die sie sich sonst gern lustig machten, ein sichtbarer Beweis für seine übermenschlichen Fähigkeiten. Wir, die wir uns nur an ein langes, schmales Gesicht unter einem Käppi erinnerten, an einen dünnen Vorkriegsschnurrbart auf Plakaten, die überall in der zerbombten Stadt hingen. Wir, die wir seine Rede vom 18. Juni 1940 nicht gehört hatten, waren enttäuscht von den Hängebacken, den buschigen Augenbrauen und dem schlaffen Gesicht, das an einen fett gewordenen Anwalt erinnerte, von der zittrigen Stimme. Durch den alten Mann, der aus Colombey nach Paris zurückkehrte, konnte man auf groteske Weise ermessen, wie viel Zeit seit unserer Kindheit vergangen war. Und wir fanden es schade, dass er dem, was wir für den Beginn einer Revolution gehalten hatten, während wir über Sinus und Cosinus brüteten und im Lagarde Michard französische Literaturgeschichte studierten, so rasch ein Ende setzte. Das Bestehen beider Abiture, das erste am Ende der 11. in Französisch, das zweite ein Jahr später in den anderen Fächern, galt als unbestreitbares Zeichen geistiger Überlegenheit und Garantie gesellschaftlichen Erfolgs. Für die meisten Menschen hatten all unsere späteren Prüfungen und Abschlüsse keine große Bedeutung. Sie fanden es einfach schön, dass wir es so weit gebracht hatten. Zu viel Musik aus Die Brücke am Quai fühlten wir uns bereit für den schönsten Sommer unseres Lebens. Durch das bestandene Abitur hatte man mit einem Mal einen gesellschaftlichen Status. Als hätte man bewiesen, dass das Vertrauen, das die Erwachsenen in uns gesetzt hatten, gerechtfertigt gewesen war. Die Eltern besuchten eifrig Verwandte und Freunde, um die Neuigkeit zu verbreiten. Da gab es immer einen, der sich den Witz: Du hast Abitur? Bei den Strompreisen bin ich ja froh, dass ich keine Leuchte bin, nicht verkneifen konnte. Fast unmerklich begann der Juli, dem des Vorjahres zu ähneln. Man verbrachte zähe Tage mit Bücherlesen und Schallplatten hören und schrieb unzählige Anfänge von Gedichten. Die Euphorie war verflogen. Man musste sich vor Augen halten, wie die Ferien ausgesehen hätten, wenn man durchgefallen wäre, um sich über die bestandene Prüfung zu freuen. Die einzige echte Belohnung für das bestandene Abitur wäre es gewesen, eine Liebesgeschichte wie in Marianne zu erleben. Bis es soweit war, flirtete man ausgiebig und traf sich heimlich mit einem Jungen, dessen Hände bei jedem Rendezvous etwas tiefer wanderten.
mit dem man aber wenig später Schluss machte, weil man sein erstes Mal auf keinen Fall mit jemandem erleben wollte, über den die Freundinnen sagten, er habe ein rotes Gesicht. Endlich weitete sich der Raum in diesem Sommer oder einem anderen. Wer reiche Eltern hatte, fuhr nach England oder an die Côte d'Azur. Alle anderen arbeiteten als Betreuer in einem Ferienlager. Endlich durften sie raus in die Welt, lernten Frankreich kennen und konnten sich von dem Lohn die Bücher fürs Studium kaufen. Sie wanderten durch Wiesen und Wälder und sangen Pirouette, Cacahuète, den Erste-Hilfe-Kasten und überlegten Brote im Gepäck, gefolgt von einem Dutzend schreiender Jungs oder anhänglicher Mädchen. Sie verdienten ihr erstes eigenes Geld und bekamen eine Sozialversicherungsnummer. Sie waren stolz, Verantwortung zu übernehmen. Sie waren für kurze Zeit Träger des laizistischen republikanischen Ideals, das sich fröhlich in der Freiluftpädagogik verwirklichte. Wenn sie auf die Kinder der Löwengruppe aufpassten, die in Unterhose vor den Waschbecken Schlange standen oder das Essen überwachten, bei dem an langen Tischen jede Schüssel Milchreis mit lautem Gejohle begrüßt wurde, waren sie sicher, am Modell einer harmonischeren, gerechteren Gesellschaft mitzuwirken. Es waren ebenso anstrengende wie glorreiche Ferien. Diesen Sommer würde man nie vergessen. Davon war man überzeugt, wenn man berauscht von der Aufhebung der Geschlechtertrennung endlich dem Blick der Eltern entzogen, in Blue Jeans und mit einer Gauloise zwischen den Fingern die Stufen zu einem Keller heruntersprang, aus dem laute Musik drang, überwältigt vom Gefühl einer absoluten, flüchtigen Jugend, ganz so, als würde man am Ende der Ferien sterben, wie die Heldin in Sie tanzte nur einen Sommer. Diesem Gefühl der Dringlichkeit war es auch geschuldet, dass man nach einem Klammerblues auf einem Feldbett oder am Strand lag und den Penis eines Mannes, etwas, was man überhaupt nur von Fotos kannte, und Sperma im Mund hatte, nachdem einem im letzten Moment voller Panik der Knaus-Ogino-Kalender eingefallen war und man die Schenkel zusammengepresst hatte. Irgendwann kündigte blasses Licht vom Anbruch eines neuen, unbedeutenden Tages. Man hatte die Worte noch im Ohr, die man am liebsten gleich wieder vergessen hätte. Los, blas mir einen, lutsch meinen Schwanz. Worte, über die man ein Liebeslied legen musste. C'était hier, ce matin-là, c'était hier et c'est si loin déjà. Um sich die Sache schön zu reden, um die romantische Fiktion eines ersten Mals zu erschaffen, um einen Schleier der Melancholie über die misslungene Entjungferung zu legen. Wenn einem das nicht gelang, kaufte man Kuchen und Bonbons und betäubte den Schmerz mit Zucker und Sahne. Oder man wurde magersüchtig, um ihn auszuhungern. Eins war jedoch sicher, man würde sich nie mehr daran erinnern können, wie die Welt gewesen war, bevor man den nackten Körper eines anderen Menschen auf dem eigenen gespürt hatte. Für Mädchen war die Scham eine ständige Bedrohung. Wie man sich kleidete und schminkte, war immer zu irgendetwas. Zu kurz, zu lang, zu tief, ausgeschnitten, zu eng, zu durchsichtig etc. Wie hoch die Absätze waren, mit wem man seine Zeit verbrachte, wenn man aus dem Haus ging, wenn man zurückkam, ob man rote Flecken im Schlüpfer hatte. Man stand unentwegt unter Überwachung der Gesellschaft. Wer den Schoß der Familie verlassen musste und auf die Universität ging, kam in ein Mädchenwohnheim. Die strikte Geschlechtertrennung schützte uns vor dem Laster und vor den Männern. Nichts, weder Intelligenz noch Bildung noch Schönheit, zählte so viel wie Anstand. Anders gesagt, wie der Wert eines Mädchens auf dem Heiratsmarkt.
über den die Mütter nach dem Vorbild ihrer eigenen Mütter streng wachten. Wenn du vor der Hochzeit mit einem Mann schläfst, bekommst du keinen mehr ab, was stillschweigend hieß, oder nur einen, der auf dem Heiratsmarkt ebenfalls nichts wert ist, einen Kranken oder Invaliden oder schlimmer noch, einen Geschiedenen. Junge, unverheiratete Mütter waren das Allerletzte. Sie konnten nur noch hoffen, dass sich ein Mann aufopferte und sie mit dem Produkt ihres Fehltritts aufnahm. Bis zur Ehe spielten sich alle Liebesbeziehungen unter den Blicken und dem Urteil der anderen ab. Beim Flirten ging man trotzdem immer weiter und probierte Dinge aus, die nur in medizinischen Fachbüchern sagbar waren. Fellatio, Cunnilingus und in einigen Fällen sogar Analverkehr. Die Jungen verschmähten Kondome und verweigerten den Coitus interruptus, den ihre Väter praktiziert hatten. Man träumte von der Antibabypille, die es angeblich in Deutschland zu kaufen gab. An Samstagen heirateten reiheweise Mädchen im weißen Schleier, die 6 Monate später verdächtig robuste Frühchen zur Welt brachten. Hin und her gerissen zwischen der Freiheit einer Brigitte Bardot, den Sticheleien der Jungen, Jungfrauen seien frigide und den Vorschriften der Eltern und der Kirche hatte man selbst keine Wahl. Man fragte sich nicht, wie lange das alles noch dauern würde, wann Abtreibungen legal würden, wann junge Leute vor der Hochzeit zusammenziehen dürften. Die Vorboten kollektiver Veränderung sind für den Einzelnen nicht wahrnehmbar, außer vielleicht im eigenen Überdruss, in der Tatsache, dass aber tausende Einzelne gleichzeitig denken, es wird sich nie etwas ändern. Auf dem Gruppenfoto in Schwarz-Weiß, das in einem Umschlag mit Reliefprägung steckt, sind 26 Mädchen in einem Hof unter den Blättern einer Rostkastanie angeordnet, auf 3 Stufen. Hinter ihnen sieht man die Sprossenfenster und die Fassade eines Gebäudes, das aussieht wie ein Kloster, eine Schule oder ein Krankenhaus. In den weißen Schulkitteln erinnern die Mädchen an Krankenschwestern. Unter dem Foto handgeschrieben: Lycée Jeanne d'Arc, Rouen, philosophischer Zweig, 1958 bis 1959. Nirgends sind die Namen notiert. Offenbar ist sie zu dem Zeitpunkt, als sie das Foto von der Klassensprecherin ausgehändigt bekam, fest überzeugt, dass sie sich später an jedes einzelne Gesicht erinnern würde. Vermutlich konnte sie sich damals nicht vorstellen, dass sie 40 Jahre später als ältere Frau die damals so vertrauten Gesichter betrachten und auf dem Foto nicht mehr sehen würde als 3 Reihen Phantome mit glänzenden Augen und starrem Blick. Die Mädchen der vorderen Reihe sitzen auf Stühlen, die Hände im Schoß gefaltet, die Knie sittsam geschlossen, die Füße fest auf dem Boden oder unter dem Stuhl. Nur eine hatte die Beine übereinander geschlagen. Die Schülerinnen der mittleren Reihe stehen, die der hinteren sind auf eine Turnbank gestiegen. Von ihnen sind bloß die Oberkörper sichtbar. Die Tatsache, dass nur 6 von ihnen die Hände in den Taschen haben, war damals ein Zeichen schlechter Erziehung. Was damals als Zeichen schlechter Erziehung galt, ist ein Hinweis darauf, dass das Gymnasium hauptsächlich von Bürgerstöchtern besucht wird. Alle, bis auf 4 Mädchen, blicken mit einem leichten Lächeln in die Kamera. Das, was sie sehen, den Fotografen, eine Mauer. Andere Schülerinnen ist für immer verloren. Sie ist die 3. von links in der mittleren Reihe. Man erkennt die Jugendliche vom vorigen Foto, 2 Jahre früher, die in einer provokanten Pose dastand, kaum wieder. Sie trägt eine Brille und hat das Haar zu einem Knoten gebunden.
aus dem im Nacken eine Strähne herausschaut. Der Fransenpony mildert den ernsten Gesichtsausdruck nicht. Man sieht ihr nicht an, dass sie mit ihrem ganzen Wesen überwältigt ist von einem Jungen, der sie im Sommer halb entjungfert hat, wie der blutbefleckte Schlüpfer beweist, den sie zwischen ihren Büchern im Schrank versteckt hat. Auch womit sie ihre Zeit verbringt, sieht man ihr nicht an. Nach dem Unterricht läuft sie durch die Straßen, weil sie hofft, den Jungen wiederzufinden, und heult sich im Mädchenwohnheim die Augen aus. Dankeschön.